So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors letztes Mal haben wir das Plateau beendet, dadurch ganz viel neues Zeug freigeschaltet, unter anderem den König Roam. Und in dessen Trainingsmission gehen wir jetzt gleich mal rein, um zu gucken, was der König Roam denn so kann. Ich bin gespannt. Wird nicht normalerweise, wenn man einen neuen Charakter auswählt, hier an der Stelle erklärt, was der so kann? Ja. Kriegen wir auch gleich so raus. Oh, ach so. Ich habe mich ein bisschen verklickt. Ja gut, dann machen wir erst die Arena schwer. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch. Ne, reißt es jetzt auch nicht rum. Zwei Gegner für 6 Minuten. Andersrum, 6 Minuten für 2 Gegner. Okay. Wenn ich so lange brauche, um den mit meinem Pfeilen abzuschießen, dann wird es natürlich 6 Minuten dauern. Alter! Jo, das hat nicht hingehauen. Ach komm, wir machen das anders. Ja, genau so nämlich. Genau so nämlich. Tschüss. Na bitte, geht doch. Ab dafür. Ja, der ist jetzt schon ein bisschen stärker. Dann kommt wahrscheinlich einfach ein silberner Leune nachher halt noch dazu. Oder ein schwarzer Leune oder was weiß ich. Was für Farben die alle haben können. Das hat nicht hingehauen. Na toll. Ja, lol. So geht's natürlich auch. Okay, und tschüss. So, wer jetzt? Was kommt jetzt? Leune? Muss ein Leune eigentlich. Na klar, ein silberner Leune. Wie gesagt, was sonst? Ach, toll. Dürfte sogar schneller gehen als der von gerade. Null. Hui, zack. Ja, ich hab's mal wieder geschafft. Juhu. Das ist selten. Au. Und tschüss. Flusch. Ah, okay. Das können wir auch. Hier, guck mal, da. Oh, die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Das juckt mich relativ wenig, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ach komm. Und tschüss. Jetzt aber wirklich. Hui. Das war also die schwere Arena. Ah ja.
Die war richtig schwer. Oh, die gibt gut Cash. Die gibt gut Cash. Reißt zwar. Ah, wir haben nicht gelevelt. Ach, kacke. Okay. Schnell wieder zwei Sachen verkaufen. Du. Wait, was ist denn die Chimärenlanze? Die sieht stark aus. Die verkaufen wir mal nicht. Okay. Barbarenkleider, okay. So, jetzt gehen wir erstmal in die Schmiede. Bevor ich wieder meine Waffen vergesse, gehen wir erstmal in die Schmiede. Womit kämpft der Roam eigentlich? Neues Dings. Okay. Da ist was aufgetaucht. Rabatt auf Gebühr für Hyrule Manöverplan. Ah, nice. Wenn wir vor allem Roam leveln, was wir gleich mal, glaube ich, machen. Roam, wo bist du da? Du gehst gleich mal auf 60. Na, du gehst jetzt auf die 60 zu, da, weißt du, Bescheid. So, dann gehen wir gleich mal verkaufen. Es wäre schön, wenn man hier schon angezeigt bekommt, wer besonders gute Waffen hat, ne? Aber leider wird es nicht angezeigt. Du bist verkaufswürdig. Und das war's. Dann. Da ist nix. Da ist nix. Da ist was. Und das war's. Da ist nix. 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 Immer noch nix. Immer noch nix. Ah, stabil. Gut, entrosten. Link hat was zum Entrosten. Eine Königshellebarde. Aha. Okay. Imp hat was zum Entrosten. Hellseher Kodachi. Oh, aber ein starkes Hellseher Kodachi mit 56 Startwert. Okay. Und Mief hat was zum Entrosten. Ah, ich ärgere mich gerade, dass ich bisher verrostete Waffen weggeworfen habe. Ne? Das war wieder blöd. Zora-Lanze mit 46. Okay, das ist nicht so crazy. Gut. Dann kombinieren. So, Link hatte auf jeden Fall was, was gut zum Kombinieren. Also, der hatte auf jeden Fall was bekommen, was stark zum Kombinieren war. Und zwar dieses Langschwertviech da. Genau, das, was ich hier blockiert habe. Die Windklinge. Das war gut. Sonst war nichts weiter, ne? Genau, die anderen sind wirklich blockiert, weil sie blockiert gehören. Ja, ist alles identisch. Ich verstehe nicht, diese Königshellebarde, die sieht interessant aus. Die würde ich erstmal tatsächlich liegen lassen. So wie diese Chimärenlanze, das sieht beides recht stark aus. Also das würde ich erstmal, ne? Erstmal so ein bisschen liegen lassen. I don't know. So. Zack. Gut. Was haben die eigentlich für Fähigkeiten? Angriffsreichweite plus 10%.
Monsterteile plus 4%, okay. Also nichts Spezielles, aber sieht halt stark aus. Das Problem ist aber, ich kämpfe halt eben mit dem Masterschwert. So, es ändert halt nichts. Es ändert an sich nichts. Aber gut, Impa. Die hat jetzt dieses 56er-Ding bekommen. Jetzt will ich mal gucken, was passiert. Das ist Stufe 14 und 76. So, wenn ich jetzt das hier ausrüste und mit dem hier verknüpfe, dann landen wir bei 84 und Stufe 15. Ja, was will ich denn mehr? Ab dafür. Dann machen wir das doch so. So. Hat die sonst noch irgendein gutes... War da noch irgendwas zum Leveln dabei? Ich glaube nicht. Bei Zelda war was zum Leveln. Ne? Die hatte die 375% zum Leveln. Die hatte sonst nichts weiter. Nope. Dann leveln wir da erstmal nicht weiter. Zelda. So, du hattest den krassen Bogen zum Leveln. Genau, hier EP beim Kombinieren 5 und 355%. Das ist crazy. Das muss man erstmal schaffen. Wo ist es? Da ist es. Zack. Ich würde jetzt auch nur das eigentlich reinnehmen, weil die anderen... Ach komm, scheiß drauf. So. Zack. Wenn schon, dann richtig. Okay. Mifa. Hat keine neue Lichtschuppenlanze, eine normale Zora-Lanze hat sie bekommen. Nichts, was man jetzt unbedingt hier umsetzen müsste. Daruk sieht auch alles normal aus, braucht man nichts machen. Revali. Okay, der ist ein Startwert von 54. Der hat im Moment einen Angriffswert von 69. Umwechseln, kombinieren. Wir landen bei einem Angriffswert von 83. Ich würde sagen, das nenne ich stabil. Ab dafür. So, Urbosa. Startwert von 54, 71. 74. Ist stärker. Macht nicht so viel aus, aber ist stärker. Maronus brauchen wir eigentlich gar nicht. Habe ich gar keine Lust, mit dem irgendwas zu gucken. Sidon Schuppenlanze hat er jetzt bekommen. Zeremonienlanze, das ist das, womit er auch gerade kämpft, ne? Ja. Und dann hat er noch Fischerharpune. Ja, aber brauchen wir jetzt nichts weitermachen. Interessiert mich nicht. Theba. Auch hier nichts, was mich irgendwie interessiert. Ah, EWP beim Kombinieren. Okay, ja, da kommt, dann hauen wir das kurz rein. Dann hauen wir es kurz rein. Was soll's? Ryu. Nix, was uns interessieren würde. Koga. Da finde ich es krass, dass er dieses Schwert bekommen hat, aber das Schwert ist halt nicht sonderlich stark, ne? Also das werde ich einfach mit rein kombinieren jetzt. Die sind alle Stufe 1, also... So. Okay. Und die noch, aber da ist auch nichts weiter, was man beachten müsste. Außer, dass das Luxusarmband jetzt die neue Waffe wird. Nur das Prunkarmband ist raus. Das sieht jeder. Gut. Dann, ja, Abflug. Jetzt aber wirklich zu Roams Training.
Jetzt haben wir ja auch genug gewurschtelt. Ah, vorher können wir auch... Ah, wir müssen vorher kaufen. Entschuldigung, wir müssen vorher einkaufen. Wir haben ja gerade... Wir haben ja gerade hier... Ach ja, da muss ich mir den Reaktorkerl aus. Scheiße. Ah, ich glaube, ich brauche nur noch einen. Ich glaube, das war's schon. Ja, das war schon mit dem Reaktorkern. Damit ist der raus. Ja, bist du. Damit ist der schon mal raus. So, was haben wir jetzt hier? Maxidurian. Oh Gott, mein Geld, ey. Okay, das geht jetzt auch. Wo war das für die Zukunft Hyrules? Wo blinkt's jetzt? Da. Erstaunlich. Längere Komboangriff für Roam, sehr gut. Praktisch vor dem Training vor allem auch, dass wir das gesammelt haben vor dem Training. Noch was, wo ich kaufen muss? Ja, hier muss ich kaufen. Ja. Und zwar die Schleichwürmchen. Das geht jetzt auch. Praktisch. Lass mich nur machen. Ich glaube, damit haben wir jetzt sogar alles... von dem Radar gemacht, was wir vom Radar machen wollten, ne? Ich glaube, jetzt ist nichts mehr übrig. Es blinkt auch nichts mehr, nämlich. Ne? Es ist alles... ja, crazy. Sehr gut. Dann jetzt aber endlich Roams Training. Hat noch ein bisschen gedauert, bevor wir dahin sind. Los geht's. Kämpfe er. Zeige er mir, was er kann. Ja, das meinte ich. Drücke ZR direkt nach einem starken Angriff, um dein Aussehen zu verändern und zeitgleich zusätzliche Angriffe auszuführen. Ach so, das macht man nach einem Angriff, okay. Ach nee, drücke ZR, um als König oder als Einsiedler aufzutreten. Deine Angriffe unterscheiden sich je nach Aussehen. Okay. Sind wir mal gespannt. Kämpfen wir mal eine Runde mit Roam. Ich hoffe, der steuert sich besser als die anderen Zusatzcharaktere. Gegner. Jawohl. Ja, der steuert sich deutlich besser. So gefällt mir das. Meine Kraft ist auf dem Höhepunkt. So, ab dafür. Hui. Das kann er ganz gut. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt, denke ich, recht viel zu ihm normal gesehen. Wechseln wir mal. Meine Kraft ist auf der... Ah, da ist er schneller. Tatsächlich. Ach so, das ändert sich nicht. Okay. Okay, das ändert sich nicht. Gut. Gut zu wissen. Das sollte reichen. Aber er ist schneller. Das gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Lol. Wie unverschämt. So nicht. Jetzt würde ich natürlich gerne auch seinen Move sehen, wenn Dings kommt. Wie unvorsichtig. Genau, den da. Hui. Zack. Stabiler Kampf. Und jetzt geht's noch gegen Link. Wo ist Link? Da ist Link. Hier, Link. Nimm dies, Link. Aus meinen Augen. Jawohl. Einfach mal Link verprügeln, easy. Aus dem Weg.
Ob es dann auch noch eine Mission gibt, also so eine kleine Mission, wo man auch mal gegen Roam kämpft als Link, wäre lustig. Ja, so ein bisschen Schwiegervater. Schwiegervater und Schwiegersohn. Rivalität. So, hier, ins Gesicht, Linky Boy. Juhu. Fantastisch. Okay. So, er hat jetzt bekommen Ritter Zweihänder, das ist also normal. Königs Zweihänder ist wahrscheinlich seine Hauptwaffe aktuell. Und Soldaten Zweihänder, okay. Also so eine spezielle Waffe hat er scheinbar noch nicht. Leibwache-Mütze, wie sieht das denn aus? Eieiei. Nee, danke. Ich verzichte auf die Kleidung. So, ich werde noch eine kleine Mission ansetzen. Das Ding ist nur, man weiß vorher nicht, was eine kleine Mission ist. Das ist das Ding. Okay. Da kommt ein bisschen was dazu. Ah, die Angriffsleiste plus 1. Sehr schön. Ich habe an Stärke gewonnen. Jawohl, die nehmen wir mit. Und dann haben wir hier königliche Eskorte. Oh nö. Muss ich wieder jemanden eskortieren? Auch eskortieren habe ich überhaupt keinen Bock. Ach, na komm, bring was hinter uns. Wahrscheinlich muss ich Roam eskortieren. Ja gut, wen soll ich sonst eskortieren bei der königlichen Eskorte? Aber wieso stand da nur bestimmte Kämpfer? Ah, weil Roam nicht auszuwählen geht. Hm, ergibt Sinn. Zumindest wenn meine Theorie stimmt, ergibt es Sinn. Ich hoffe, er ist nicht ganz so störrisch wie Sidon. Sonst heißt der Part, dann eskortiert dich halt selbst, Roam. Gut! Ich muss tatsächlich... Wie habe ich ihn genannt? Doch, passt schon. Wo ist das Ziel? Okay. War die falsche Taste, aber es ist okay. So. Können wir dann weiter? Ja, cool, er geht weiter. Sehr schön. Moin. Beide gleichzeitig wahrscheinlich.
Nice. Alles weg hier metzeln. So. Ah, ne, da ist noch einer. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, moin. So. Weiter im Programm. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Da müssen wir wohl da oben lang. Ach, ist jetzt der Baum da weg, der in der Hauptmap da war. Ja, moin. Ach Mensch, mein Scheißkabel rutscht mir hier schon wieder überall hin, wo es nicht drin soll. Alter, das sind ja zwei. Oh my goodness. Aua. Das hat aber jetzt ordentlich Schaden gemacht. Alter. Ist doch gut jetzt. Ich bin zu müde. Ich muss aufhören. Ich muss nach dem Part wirklich aufhören, also ohne Witz jetzt. Wow. Eieiei. Ah. Das war die falsche. Ich hasse es. Ja, ist ja gut. Ich. Gib mir halt das Herz. Ach, das ist gar kein Herz. Zu langsam. Die machen echt ordentlich Schaden, ne? Muss man mal zugeben. Jetzt aber. Jetzt passt die Geschichte. So. Mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Mach dich weg. So, wohin jetzt? Kommen noch Leunen oder sowas? Aber wir müssen bis in die Kathedrale. Oh, no way. Ja, aber hier ist zu. Wie willst du da hinkommen, Kollege? Ach, jetzt ist hier offen oder was? Ach, da willst du rein. Kommt da noch jetzt was vorher? Oder müssen wir nur hinlaufen? Kommt doch safe jetzt hier in Leune. Ach so. Hätte ja auch noch das kaputt machen können. Und das hier. Na gut. Ich habe nicht geguckt, was es für Waffen waren. Scheibenhonig. Na gut. So, hier schließen wir ab.
Gucken nur noch kurz, ob noch eine neue Mission auftaucht oder ob es das dabei geblieben ist. Ob es dabei bleibt. Und dann schließen wir ab. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, was jetzt aufgegangen ist. Hier irgendwas, oder? Oha, was ist denn hier los? Das war schon da. Gegenangriff der Wächter ist neu. Ah ja, das war auch schon da. Okay, Gegenangriff der Wächter ist neu. Alles klar. Gut, also ein paar kleine Missionen gibt es noch. Da ist ein bisschen was noch zu tun. Bisschen viel noch so, aber so an sich ist, nee, es sind gar nicht mehr so viele. 4 Stück. 4 kleine Missionen noch. Die werden wir wohl im nächsten Part, denke ich mal, hinbekommen. Hoffe ich doch. Und dann heißt es wieder. Was heißt wieder? Dann heißt es vielleicht Finale. Ich bin gespannt. Ich kaufe mir schon mal Honig. In weißer Vorausahnung. Egal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.